Der Ost-West-Friedensträger, ein paar Stunden geht er los hier von Altenburg. Was ist das für ein Gefühl jetzt? Oh, ich bin ganz aufgeregt, aber irgendwie auch froh und also auch ein tiefer Frieden bei mir, dass ich denke, Mensch, die Pferde sind da, die Männer sind da, die Frauen sind da und die Pferde grasen jetzt auch ruhig, der Regen hat aufgehört und ich denke, wow, was wird das morgen für ein schöner Start werden? Was macht denn den Vereinsvorsitzenden so optimistisch, dass das funktioniert? Das sind die Menschen, die einfach sich, also sehr, sehr unterschiedliche Menschen und die alle zusammen ein Ziel haben, mit Pferden und einer Friedensglocke durch Thüringen zu fahren, durch andere Bundesländer zu fahren und sozusagen für das Fernziel zu üben, Jerusalem. Nun ist man ja als Pfarrer von Berufswegen Optimist. Aber es gibt so drei goldene Regeln, die man auf den Trek mitnimmt, die denn den Optimismus auch rechtfertigen. Welche sind das? Ja, genau. Also wir haben eine Regel oder eine großartige Erfahrung. Ein Drittel Gebet, ein Drittel Wissen, ein Drittel Taktik. Und wenn es gar nicht mehr geht, mit Bauernfrechheit. Da kann man wirklich Grenzen überschreiten. Was ist denn die Besonderheit dieses Treks jetzt von Ost nach West? Ist ja doch ein bisschen anders als von Hamburg nach Marienfließ. Genau, dass wir sozusagen Thüringen, und ich meine, das ist ja nun wirklich geschichtsträchtiges Land, und wir werden auch am 13. August hier unterwegs sein. Und das finde ich interessant, dass die Leute sagen, nee, das wollen wir nicht feiern. Also Mauerbau feiern wir nicht. Und Mauerfall machen wir. Aber das ist immer wieder auch interessant, dass wir eine Mannschaft sind aus Ost und West, Nord und Süd. Aus ganz Deutschland sind wir heute angereist. Und dass immer wieder Leute sagen, Mensch, ist das schön, dass ich mal Leute kennenlerne. Richtig kennenlerne, weil man ein gemeinsames Thema hat. Pferd, Frieden, fahren. Und dann sozusagen miteinander unterwegs ist. Und da passiert viel von deutscher Einheit und dass wir sozusagen ohne zu zögern über die Grenzen fahren können. Und da finde ich also, dass die Einheit auch immer weiter fortschreitet, ist für mich persönlich einfach was Wunderbares. Von Altenburg nach Westfalen, wie viele Kutschen werden denn insgesamt teilnehmen? Also wir sind so ungefähr, ich denke so insgesamt 20. Ja, wir wechseln, man muss eine Woche mitfahren. Und nach einer Woche wird gewechselt und man fährt weiter mit. Und wir sind jetzt 10 und dann sind wir auch mal 14. Und dann warten wir auch noch, dass Menschen sich einfach uns anschließen. Heute gerade mit Leuten telefoniert, ja, dürfen wir mit unseren Pferden und der Kutsche mal ein paar Tage mitfahren? Ich habe gesagt, selbstverständlich, wenn ihr euch an unsere Regeln haltet, kann man da mitfahren. Die Welt ist voller Konflikte, voller Kriege, auch Glaubenskriege. Ist das nicht auch manchmal entmutigend, wenn man das so verfolgt, die Nachrichten, die Blöcke, die sich so scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen? Also ich muss sagen, Frieden fängt bei jedem Einzelnen an. Und tatsächlich, also wenn ich die Nachrichten gucke und gerade die Gebiete, durch die wir ziehen wollen, jetzt und denke, Manometer, was ist denn da schon wieder los? Und oh Mensch, und das ist schon echt belastend. Und deshalb heißt es, jagen wir dem Frieden nach. Das heißt, wir lassen diesen Traum, diese Vision, dass einmal Shalom, Wiederherstellung des heilen Zustandes, dass die Waffen umgeschmiedet werden. Wir wollen den Traum, die Vision wachhalten. Und wir wollen sozusagen mit diesem Zeichen, was wir setzen, auch was bewirken. Und das erleben wir wirklich, dass Menschen erfreut werden und neu den Frieden suchen.